Haben letztens wieder DSA gespielt am Wochenende. Oh, das ist richtig schön. Richtig schön. Bzw. ich habe wieder gemeistert und ich hoffe, dass ich mal bald wieder spielen kann. Also als Spieler, wenn wir daran teilnehmen. Das wäre geil. So, achso, warte mal. Muss ich das noch einmal kurz machen? Gut, Spiel fortsetzen. Dann geht's weiter. Also entweder Geschichte der Gewalt, nachdem Olvias Geschichte unter der Wolfsfang Otayasko aufgedeckt wird, erhältst du seltsame Ratschläge von unerwarteter Seite, das ist interessant, oder Schatten der Vergangenheit. Unfähig Schlaf zu finden, denkst du an den Moment zurück, in dem sich alles in deinem Leben verändert hat. Ich glaube, ich nehme das mit der Elfe. Ja, ich glaube, die wird uns doch irgendwo gut weiterbringen. Das habe ich mir schon gedacht, dass sie noch entscheidend werden könnte. Nehmen wir das. Also, nachdem eure Geschichte unter der Otayasko aufgedeckt wird, erhältst du seltsame Ratschläge von unerwarteter Seite. Kapitel Geschichte der Gewalt. Besatzungsmitglied. Die Flaute hielt tagelang an. Sie mühten sich mit den Rudern ab. Jeden Abend, wenn sie vor Anker gingen, brannten ihre Schultern wie Feuer von den Strapazen. Endlose Stunden vergingen, während sie die Ruder durch das Wasser zerrten. Hinein und heraus. Wieder und wieder und wieder. Genau. Stimmtinkerer sagt es auch gerade, das Erste. Ja. Ihre Stimmung verschlechterte sich. Und langsam ging ihnen auch noch die Nahrung aus. Bald waren ihre Vorräte aufgebraucht. Und zu allem Überfluss drohten auch noch die Rangartage, unheilvoll und voller Zwietracht. Die Geschichte ist eine interessante Wahl für Zeiten wie diese. Du zuckst zusammen, als Estrid leise neben dir das Wort ergreift. Du hast sie weder kommen noch sehen. So warst du in die Erzählung. Du singst mit dem Rücken gegen die Reling. Sie lächelt über deine Reaktion auf ihren Auftritt, wenn auch nur schmal und schwach. Du hast mich überrascht. Sie macht es gut. Warum interessant? Esrit blickt von dir zu der Erzählerin und wieder zurück, während sie versucht, ihre Antwort zu formulieren. Sie antwortet fast im Flüsterton. Die Expedition, die sie beschreibt, hatte keinen Erfolg. Das gab auf ihrem Weg der Zeichen Hoffnung, ja. Letztlich ist es aber eine Geschichte des Scheiterns und der Verzweiflung, die nur noch mehr Fragen aufwirft. Gemeinsam lehnt ihr euch an die Reling und lauscht den Worten der Erzählerin. Es ist ein wahrhaftes Epos. Sie beschreibt sehr detailliert einen langen, aber langwierigen Kampf gegen ein monströses Seeungeheuer. Sie beschreibt, wie die Otayasko, als alle Hoffnung verloren schien, von einem großen Wal gerettet wurde, den sie mit Svafne selbst vergleicht. Bei diesem Detail blickst du zu Estrid hinüber, die den Kopf neigt und eine Geste vollführt, als wolle sie wortlos sagen: Siehst du? Schließlich wird die Otayasko in der Geschichte von eben diesem Wal zurück an Land gebracht. Nicht das Land, das sie suchten, betont die Geschichtenerzählerin, sondern die sichere Rückkehr nach Ulport, ihrer Heimat. Keiner dieser Otayasko dachte je wieder daran, Svafnir-Land aufzusuchen. An Tonfall und Tempo ihrer Stimme kannst du erkennen, dass dies das Ende der Geschichte ist. Oh, habe ich ein bisschen falsch gemacht. Naja. Stattdessen dankte jeder Mensch jeden Tag Svafnir für die Rettung. Das Publikum applaudiert und jubelt, während die Erzählerin grinst und sich verbeugt. Die Stimme auf der Wolfsfang war in den letzten Tagen noch nie so gut wie jetzt, bemerkst du. Aber selbst unter dem Klatschen, Johlen und Jubeln kannst du die Erschöpfung und die Angst hören, die der Häscher gesät hat. Du warst zynisch, Estrid. Existieren solche Geschöpfe? Was ist Svafnirland? Svafnirland, der neue Freizeitpark in Svafnir. Land. Ja. Ich glaube, du warst wirklich ein bisschen zynisch, was die Geschichte angeht. Auch diesmal antwortet Estrid mit gesenkter Stimme und schaut verhalten zu den Personen, die sich nun auf dem Deck verteilen. Wir wissen beide, wie mächtig der Hecher ist, wenn es darum geht, unseren eigenen Verstand gegen uns zu wenden. Auch nur zu riskieren, dass er uns noch mehr quält, ist eine schlechte Strategie. Es ist bereits so fraglich, ob wir Erfolge haben können oder nicht. Wir brauchen uns nicht mit anderen zu vergleichen und uns zu fragen, ob uns das gleiche oder ein anderes Schicksal ereilt wird. Nachdem die Geschichte nun geendet hat, wird auf dem Deck der Wolfsfang lauter. Es ist noch zu früh für euch alle, um schlafen zu gehen. Obwohl, oh, guck mal, ich habe 9 von 13 mittlerweile. Sehr schön.
Und im Moment bist du nervös, zu nervös und angespannt, und nur bist du überhaupt zu versuchen. Stattdessen nutzen du und Estrid die kalte, aber frische Nachtluft und bleiben an Deck. Ihr sitzt zusammen an der Steuerbordreling und schaut nach Osten zur Torvaldschen Küste. Wüste. Torvaldschen Wüste. Eieieiei. Die Landung kann gar nicht früh genug kommen. Gleichzeitig mache ich mir aber auch Sorgen. Ich muss immer wieder daran denken, wie wir nach dem Überfall über Olwyr erfahren haben. Und wenn es eine Falle ist, sollten wir uns auf ihn verlassen? Ich wünschte, ich wäre mir bei all dem sicherer. Der Schaden ist angerichtet. Wir können nicht zurückblicken. Wir brauchen seine Hilfe. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Wir beide allein sind definitiv nicht genug, um den Hecher aufzuhalten. Ich weiß, du hast recht. Ich hoffe nur, dass jede Hilfe, die wir bekommen können, ausreicht. Während ihr beide euch unterhaltet, nimmst du links noch von euch weitere Bewegungen wahr. Da ist sie ja. Auf der gegenüberliegenden Seite der breiten Tür, die unter Deck führt, bemerkst du die Elfe, die sich nervös umsieht. Das Einzige, was es dort gibt, ist Olwirs Quartier, und so schließt du ziemlich schnell, dass sie von dort gekommen sein muss. Bevor sie jedoch die Treppe herunterschleichen kann, fällt ihr auf, dass du sie direkt anblickst. Sofort legt sie die Arme fest um sich und eilt in Richtung Luke. Alf! Von Melmac? Hä? Sie erstarrt, als sie Estrid sich nach sich rufen hört. Sie erstarrt, als sie Estrid nach sich rufen hört? Woher wissen wir denn, dass die Elfe Alf heißt? Das habe ich noch nirgends gelesen bisher. Woher weiß Estrid das jetzt auf einmal? Interessant, Freunde, interessant. Hast du einen Augenblick? Im flackernden Licht der Kerzen, die gleich hinter der Tür hängen, kannst du ihren Gesichtsausdruck gerade noch erkennen. Ihre Augen sind geschlossen, um ihre Lippen angespannt, bevor sie blinzelt und sich euch wieder zuwendet. Vorsichtig kommt sie herüber. Sie nickt dir zu, bevor sie sich Estrid zuwendet. Wir haben über Olwyr gesprochen. Ich wollte dazu etwas wissen. Was hast du in Olwys Quartier gemacht, als wir mit ihm sprechen wollten, wenn ich fragen darf? Sie blickt von einem zum anderen, während sie den Kopf leicht schieflegt und die Hände loslässt. Warum? Mit einer behandschuhten Hand, das klingt aber auch interessant. Auf jeden Fall umklammert sie mit diesem den Saum ihrer Kapuze, um die Narben an ihrem Hals vor deinen Blicken zu verbergen. Du hast mich überrascht. Ich möchte nur verstehen, welche Rolle du bei all dem spielst. Die Elfe schaut wieder von einem zum anderen, offensichtlich unsicher über die Situation. Er interessiert dich. Ich verstehe diese Ansicht. Es hat mich überrascht. Es gibt jene, die schon seit Jahren Teil dieser Otta-Jasko sind und ihm nicht mehr vertrauen. Und du saßt auf seinem Schreibtisch, als würdest du ihn schon seit Jahren kennen? Die Elfe lässt ihre Kapuze los und spielt stattdessen mit dem Stoff ihrer Handschuhe, unfähig euch anzusehen. Bald reibt sie sich stattdessen ihr das Handgelenk, während sie nachdenkt. Schließlich legt sie den Kopf wieder schief, öffnet den Mund, um etwas zu sagen und seufzt. Ich glaube, ihr versteht Olwyr besser als die meisten an Bord dieses Schiffes. Ich sehe viel von mir selbst in ihm. Wir haben damals und heute darüber gesprochen, was er durchgemacht hat und was er jetzt durchmacht. Er hat dir erzählt, was passiert ist? Ich werde seine Geheimnisse nicht ausplaudern. Das ist seine und nur seine Entscheidung. Abermals blickt sie zwischen euch hin und her, bevor sie ihr seufzt und sich neben euch auf den Boden setzt. Sie öffnet die kleine Tasche an ihrem Gürtel und holt ihr Schnitzmesser und die kleine Figur hervor. Sofort nimmt sie ihre Schnitzarbeiten auf und konzentriert sich fast ganz darauf, während sie mit euch spricht. Hat sich einer von euch Gedanken darüber gemacht, warum ich nicht gerne über mich selbst spreche? Du und Estrid werft euch einen kurzen Blick zu, unsicher, wie ihr weiter verfahren sollt. Deine Narben zeugen davon. Du hast etwas Schreckliches getan? Nein, ich glaube eher die Narben. Oder sprechen wir es auf die Narben an? Offensichtlich halt, ne? Wenn ich raten sollte, dann hat das etwas mit deinen Namen zu tun. Jemand hat dich verletzt. Es fällt schwer, darüber zu reden.
Der Gesichtsausdruck der Elfe verhärtet sich sofort und mit einem kräftigen Ruck schabt sie einen großen Spanholz vom Block ab. Es ist ein Teil davon. Aber ich habe auch etwas anderes verletzt. Ich habe auch andere verletzt. Ich habe Unschuldige verletzt. Auch gewaltsam. Nach einem weiteren Moment des Schnitzens hält sie inne, bevor sie einen neuen Schnitt vollführt und starrt geradeaus schaut. Mit einem weiteren langen Seufzer dreht sie das Messer geschickt in ihre Hand und stößt es dann direkt in das Deck der Wolfsfang. Der Hieb ist so stark, dass das Metall im Holz versinkt, als sie die Klinge loslöst, bleibt sie stecken. Die Elfe starrt noch immer noch vor sich hin und zieht sich langsam die ärmellangen Handschuhe von den Händen. Die Haut unter ihnen ist unglaublich blass, weil sie lange kein Sonnenlicht abbekommen hat. Ihre beiden Arme sind mit klar definierten Narben bedeckt, wie die dünne Wülste und Gräben über die Haut verlaufen. Sie sind klein und präzise und kein Flecken ihrer Haut ist verschont geblieben. Schmerz und Angst können einen zu sehr verzweifelten Maßnahmen treiben. Sie ballt ihre Hand zur Faust, dann zieht sie ihre Handschuhe wieder an und steckt die Ärmel hinein. Wenn man glaubt, etwas zu verlieren und sich verzweifelt abmüht, es nicht zu verlieren, zerbricht man irgendwann. Hast du sie oder ihn verletzt? Es tut mir leid. Es ist nicht vorbei. Hast du die Person, die dir das angetan hat, verletzt? Die Elfe lässt ein schiefes Lächeln über Gesicht huschen, während sie grinst und die Knie anzieht, um auf ihre Arme zu stützen. Wäre es doch so einfach. Sie nimmt sich einen Moment Zeit, um sich zu sammeln, vergewissert sich, dass ihre Handschuhe fest an ihren Armen sitzen und reibt sich die Handgelenke. Erneut zieht sie mit der einen Hand den Saum ihrer Kapuze um den Hals hoch, um auch dort die Narben zu verbergen. Nun, also, was dies mit Olvir zu tun hat. Nicht jeder tut Böses aus bösem Grund. Macht dies die Taten besser? Nein. Aber wenn wir verzweifelt sind, dann sollten wir das schon etwas wert sein. Und wenn man so etwas einmal getan hat, ist es nicht unbedingt Scham, die einen zerfrisst. Es entfernt einen von den anderen Personen, die man kannte. Es macht einsam. Und wenn man sich einsam fühlt, sieht man die Leute mit anderen Augen. Man beobachtet jede Aktion und Reaktion und grübelt über alles nach, was sie sagen, bis sie nichts mehr einen Sinn macht. Man lügt, man hat Geheimnisse, man schlägt sich um, selbst wenn man es eigentlich nicht will oder müsste. Sie wirft Estrid einen betonten Blick zu, die, wie du dich erinnerst, von Olvir fast über Bord geworfen wurde. Irgendwann fällt es leichter, überhaupt nicht mehr mit anderen zu verkehren. Einfach um die Unannehmlichkeiten zu vermeiden, sich all diesen Dingen stellen zu müssen. Jetzt hält die Elfe inne, blickt zu euch beiden herüber und widmet sich wieder ihrer Schnitzarbeit. Olvir ist nicht wie du. Ihr beide müsst euch dem stellen. Wenn wir es nicht wissen, können wir nicht helfen. Olvi ist nicht wie du. Ja, ihr beide seid nicht gleich. Ich weiß zwar, warum ihr das denkt, aber es stimmt einfach nicht. Sie bohrt das Messer durch die Figur und schneidet ein kleines Dreieck aus dem Sockel heraus. Dann hält sie es ins Kerzenlicht und nun kannst du erkennen, dass die Figur tanzt. Und außerdem habe ich gesagt, dass ich ihn verstehe. Ich weiß nicht, was ihr noch von mir hören wollt. Ihr drei sitzt noch eine Weile schweigend da, während der Mond über den dunklen Himmel wandert. Schließlich legt die Elfe das Messer weg und holt etwas Stoff aus ihrer Tasche. Du hörst, wie sie die Figur abschleift und ihre Kanten und Rundungen glättet. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen kann. Diese Bemerkung überrascht dich ein wenig und du schweigst. Es ist noch nicht zu spät. Es ist noch viel Zeit, um uns mehr zu erzählen. Die Lache. Die Elfe lacht so zart wie ein Windhauch, während sie ihre Schleifarbeit fortsetzt. Menschen sind so unendlich neugierig. Wenn ihr Elfen wärt, würde ich euch sagen, dass mein Name Düsterlied ist und ihr wüsstet, was das bedeutet. Ach, guck mal, jetzt steht auch Düsterlied. Und was Olvia angeht, die einfache Wahrheit ist, dass es nicht meine Aufgabe ist. Als sie sagt, du wüsstest, was das bedeutet, blitzt was in dein Gedächtnis auf.
Ein kurzer Moment, in dem du sie mit gefleckter, blassgrauer Haut in einem dichten Wald stehen siehst. Du hast das Gefühl, dass du dich noch etwas erinnern solltest, etwas Wichtiges. Aber die Erinnerung verblasst schnell und du schüttelst deinen Kopf, um ihn zu klären. Hier ist eine kleine Fliege. Krass. Neben dir seufzt Astrid, steht auf und streckt sich. Nun gut. Nun, hoffe ich nur, dass seine Heimlichtuerei nicht noch größere Schaden anrichtet, bevor wir uns dem Hecher stellen müssen. Ich werde versuchen zu schlafen. Ich wünsche euch beiden eine gute Nacht. Mit einem angedeuteten Nicken in deine Richtung wirft Astrid Lüsterlied einen letzten argwöhnischen Blick zu, bevor sie geht. Als du sie unter Deck gehen hörst, wendet du dich wieder der Elfe zu. Ich meine es ernst. Wenn es einen anderen Weg gäbe, es wieder gut zu machen, würde ich es versuchen. Auch du erhebst dich und denkst über deine Antwort nach. Sei am Ende dabei. Ich danke dir trotzdem. Es tut mir leid, dich bedrängt zu haben. Sei am Ende dabei. Sei da, um am Ende gegen den Häscher zu kämpfen, wie die anderen von ihm gezeichneten. Das würde es für uns wieder gut machen. Düsterlied hört auf zu schleifen und sieht zu dir auf. Ihr Gesichtsausdruck verrät dir, dass sie sich wünscht, du hättest etwas anderes gesagt. Wir werden sehen. Jetzt sammelt sie ihre Sachen ein, steht ebenfalls auf und sieht melancholisch zu dir hinüber. Für einen Moment sieht es so aus, als würde sie noch etwas sagen wollen, aber stattdessen verneigt sie sich einfach und geht. Du bleibst in Stille zurück, jetzt, da viele der Otayasko zu Bett gegangen sind. Viele Gedanken schwirren dir noch im Kopf herum und du weißt, dass es einige Zeit dauern wird, bis sie wieder einschlafen können. Aber seltsamerweise ist ein kleiner Teil von dir fast erleichtert. Du bist froh, zumindest ein wenig an Verständnis gewonnen zu haben. Du hoffst nur, dass es doch nicht zu spät für Olvir und Düsterlied ist. Auch sehr schön. So, was kommt denn jetzt, Freunde? Kampf oder Flucht? Eine gute Frage. Nachdem der Häscher die Wolfsfang erneut angreift, verlangt die Besatzung Antworten von ihrem Hetman und ein furchtbares Geheimnis wird gelüftet. Ich glaube, es finalisiert sich gerade hier ein wenig. Naja, wir starten es mal. Kapitel Kampf oder Flucht. Oh nein, das ist schon wieder dieses Dörfchen, wo wir schon mal waren. Deine Haut juckt, während der Wind mit sanftem Rauschen über dich hinwegstreicht. Du musst etwas tun. Irgendetwas. Alles, um die schale Zufriedenheit zu bekämpfen, die dein Herz zerfrisst. Du musst Teil von etwas sein. Man soll sich an dich erinnern. Aber da ist es wieder im Wind. Das Echo eines Liedes, das du einst gehört hast. Ein Lied, das du hören kannst, wo in Andergast du dich befindest. Heimelig und komfortabel. Alles, was du nicht bist. Alles, was du nie wirst sein können. Es verdreht dir deinen Magen zu einem engen Knoten des Hasses. Wie ein dunkler Schatten schleicht es durch deinen Verstand, bis es sich in allzu vertrauter Form neben dir auf die Bank setzt. Schämst du dich so sehr, Alrik? Du bist nicht einmal willens, dich in deine eigene Erinnerung zu begeben und an mich zu denken? Um darüber nachzudenken, was du getan hast? Du hattest die Gelegenheit dazu, Jahre voller Gelegenheiten. Und selbst jetzt, wenn ich dir direkt ins Gesicht schaue und du nach all diesem Scham empfindest, willst du dir immer noch nicht eingestehen, dass du mich verlassen hast? Du bist nicht echt. Ich habe getan, was ich tun musste. Ich weiß es nicht mehr. Du bist nicht echt. Du bist nicht wirklich hier. Das ist ein Traum. Du ignorierst die Anwesenheit der Erscheinung so gut du kannst, während du die Worte herauspresst. Sie sind für dich nicht für es. Nicht für es? Sie sind für dich nicht für es. Ach Gott, die Augen schon wieder. Auch ohne sie anzuschauen, kannst du erkennen, dass die Erscheinung dich grausam anlächelt. Du musst es mittlerweile verstehen. Du bekommst eine Gänsehaut, als du die Stimme hörst, die von irgendeiner tieferen, dunkleren Macht durchdrungen ist, die dir durch Mark und Bein geht. Selbst wenn du mich töten würdest, selbst wenn du es könntest, könntest du ihr dennoch nicht ins Gesicht sehen.
Und das wird dich verfolgen, auch wenn ich es nicht tue. Wir wissen, dass ich das, wir wissen, was dich antreibt. Ich kann es bezwingen. Ich werde es wieder gut machen. Wir wissen, was dich antreibt. Wir wissen, woraus deine Kräfte schöpfst. Wir sind vorbereitet. Seid ihr das? Denkt ihr das wirklich? Wie kann man gegen eine Macht gewappnet sein, die man nicht einmal versteht? Weißt du überhaupt mit Sicherheit, dass ich hier bin und mit dir rede? Vielleicht bin ich genauso, wie du dir den Häscher vorstellst und du führst Selbstgespräche. Woher willst du das wissen? Über dir ist ein gedämpftes Donnergeröll zu hören, das langsam über den Himmel rollt. Es geht in ein tiefes, markterschütterndes Kichern über, bei dem sich deine Fäuste wie von selbst ballen. Am Rande deines Gehörs vernimmst du ein falsches, überraschtes Keuchen der Erscheinung, als sie aufblickt. Oder vielleicht bin ich hier? So schnell wie du ein huschender Schatten steht die Erscheinung vor dir. Du versuchst verzweifelt wegzusehen, aber es ist, als ob sie sich in deinen Augen eingebrannt hätte, so dass du niemals wegsehen kannst. Ein weiterer Donnerschlag ertönt. Nein, es ist nur das Gelächter, obwohl beides so ähnlich klingt, dass du sie kaum noch unterscheiden kannst. Olvia hat recht, Alrik. Es gibt keine Hoffnung. Es gab nie eine Hoffnung. Der Moment, in dem du er und das Kind des Hetmanns zurückkamen, ich hätte nie widerstehen können. Es war zu einfach. Ich wusste schon damals, dass ihr mich niemals würdet besiegen können. Die Stimme knirscht und kratzt über die Innenseite deines Schädels. An ihr ist nichts mehr von dem Verlangen oder dem Timbre, mit dem sie wie Dorothas klang. Was treibt, ist das dunkle, furchterregende Grauen, das sich darunter verbirgt und wie ein Insektenschwarm in deinem Kopf herumschwirrt. Bitte hör auf, ich bin nicht verdammt. Oh. Verdammt, ein Telefon geht. Moment. Entschuldigt, Freunde. Da bin ich wieder, Freunde. Es war leider nötig. Schwiegermutter, da weiß man nie, was passiert. Deswegen muss mich da mal kurz einmal rangehen. Wo waren wir? Was bleibt, ist das dunkle, furchterregende Grauen, das sich darunter verbirgt und wie ein Insektenschwarm in deinem Kopf herumschwirrt. Bitte hör auf. Nein, wir bitten doch nicht. Ich bin nicht verdammt. Ich bin nicht verdammt. Ich bin nicht. Bin ich nicht. Der Hecher stößt dieses scheußliche Lachen aus und du zuckst wieder auf der Bank zusammen. Ja, bist du. Jetzt noch mehr als bei unserem ersten Treffen. Aber das spielt keine Rolle, denn Olvi an eurer Seite könnt ihr mich unmöglich besiegen. Es ist besser für dich, die Beine in die Hand zu nehmen. Du nimmst eine weitere Bewegung von deinen Augen wahr, wieder wie ein zuckender Schatten. Und wieder ist der Häscher an deiner Schulter und flüstert durch dein Ohr in das hinterste Eck deines Verstandes. Würde es dir helfen, wenn du wüsstest, wie ich dich wirklich gefunden habe? Würdest du dann verstehen, dass ihr unmöglich auf Erfolg hoffen könnt? Jetzt erklingt ein eindeutiger Donnerschlag, der so heftig über dich hinwegfegt, dass du zusammenzuckst. Erwache! Du reißt die Augen auf. Deine Hängematte schwingt wild hin und her und du suchst noch verzweifelt nach Halt, als du von ihr herunterrollst. Du verziehst das Gesicht vor Schmerz, als du hart auf dem Boden aufschlägst. Überall um dich herum hörst du das Stampfen von Stiefeln auf Holz, als Menschen durch den Gemeinschaftsraum eilen. Du schüttelst den Kopf, während du dich schwer atmend wieder aufrichtest. Du spürst, wie sich ein vertrautes Gefühl des Grauens in deinen Eingeweiden ausbreitet und du hoffst inständig, dass es nur ein Traum war. Aber etwas ist passiert. So viel ist in der Panik der Otayasko, die Treppe hinaufstürzt, deutlich zu lesen. Du wünschtest nur, dass es nicht so ein Donnerschlag unterbricht, je deine Gedanken und das darauf folgende Krachen lässt dich gegen den Mast taumeln. Du willst dich ärgern, einfach nur darüber frustriert sein, dass es schon wieder passiert. Aber das tust du nicht. Du empfindest einfach nur Scham und Bedauern. Und bist verängstigt. Du willst weglaufen, du willst in Ruhe gelassen werden, aber du weißt, dass du das nicht kannst. Nach all dem Schmerz, nach all der Verwirrung weiß ein Teil von dir, dass es so nicht weitergehen kann. Du musst es versuchen. Und so begibst du dich auf zur Treppe. Der dritte Donnerschlag ertönt, als du das Deck der Wolfsfang erreichst. Es durchfährt dich so heftig, dass du fast die Treppe hinuntergeschleudert wirst, Entschuldigung. Aber du hältst dich am Türrahmen fest, um deinen Stand zu sichern und wartest, bis die Wolfsfang wieder ins Gleichgewicht gekommen ist, bevor du weitergehst. Im nächsten Moment ist Estrid an deiner Seite und sieht zu den Wolken hinauf, die am Himmel zu brodeln scheinen. Ich hoffe, dass wir wenigstens das Ufer erreichen würden, bevor wir wieder
bevor er wieder zuschlägt. Wir haben 15 von 30. Oh, sehr schön. Es gibt wirklich keinen Ort, an dem wir uns verstecken können. Wappnet euch. Es ist nur eine Vision. Diesmal fürchte ich mich. Es ist nur eine Vision, denkt dran. Was auch immer geschieht, es ist nur eine Vision. Esrit nickt, schluckt aber nervös, als sie sich an dir vorbei auf das Deck schiebt. Alle strömen in die Nacht hinaus und alle betrachten die Wolkenfetzen, die nicht zum rollenden Gewitter gehören. Das Licht des Mondes scheint sich zu kräuseln und Blasen zu werfen, während das Loch in deinem Bauch langsam weiter aufreißt. Du kannst den Donner in deinen Ohren hören, bevor er in der Welt um dich herum widerhallt. Auch wenn du noch so gut darauf vorbereitet wirst, gibt es kein Entrinnen. Es zerreißt dir den Verstand und bringt dich direkt in die Knie. Für einen kurzen Moment explodiert die Welt wie ein schillerndes Schauspiel aus Millionen winziger Farbfetzen. Und dann ist da nur noch Dunkelheit. Der scharfe Gestank nach brennendem Holz steigt dir in die Nase und du reißt panisch die Augen auf. Das Feuer brüllt in deinen Ohren und die Flammen blitzen vor deinen Augen auf und lassen dich taumeln. Im letzten Moment fängst du dich und in diesem Moment hörst du die Schreie aus der Nähe. Du siehst dich um. Klarer Nachthimmel umrandet von Rauch, Ruß und Asche, die die Flammen hinaufschleudern. Eins, zwei, drei brennende Gebäude, die in der Nacht vollständig in Flammen stehen. Es könnte jedes brennende Dorf sein, aber du weißt im Grunde deines Herzens, dass es das nicht ist. Windhafen. Estrid, das wird nicht funktionieren, Häscher. Das wird nicht funktionieren, Häscher. Du bist dir nicht sicher, was du erwarten sollst, als du in die Nacht hinausschreist. Du erhältst jedenfalls keinerlei Antwort. Oder die einzige Antwort kommt von den Flammen, die zornig in den Himmel peitschen. In diesem Moment bist du völlig allein. Bist auf dem entfernten Chor der lauten Rufe. Olvir, das ist der Ort, wo er sein wird. Dorthin musst du gehen. Es dauert nicht lange, bis du spürst, wie dir der Schweiß die Haut hinunterläuft. Es muss Hochsommer sein. Und als wenn es nicht schon heiß genug wäre, kommen auch noch die Flammen hinzu. Sie breiten sich nicht viel weiter aus als die Gebäude, in denen sie begonnen haben, aber sie sind stark und intensiv. Sie füllen die Luft nicht nur mit Rauch und Asche, sondern auch mit einem wabernden Dunst, der die Sicht noch weiter erschwert. Aber als die Schreie lauter werden, weißt du, dass du am richtigen Ort bist. Der Pfad zwischen den Gebäuden öffnet sich auf einen Platz, auf dem sich eine große Menschenmenge versammelt hat. Zwischen dir und ihnen siehst du Olvir, der auf und ab geht und mit den Fingern auf dem Schaft seine Axt trommelt. Und nur wenige Schritte von dir entfernt wird ein Mann mit gefesselten Händen vor ihm gezerrt. Das ist ein Travier-Geweihter, oder?